Vor dem DMC-Gameplay, DMC, DMC, DMC. Nach dem DMC-Gameplay, ja, also da müssen wir nochmal gucken. Also, Leute, es gibt so viele verschiedene Meinungen über diesen DMC-Gameplay. Positiv wie negativ. Es ist unglaublich, wie die Leute eskalieren. Meiner Meinung nach, lasst euch nicht verrückt machen. Ich bringe euch jetzt nochmal alle Fakten zusammen. Was haben wir überhaupt gesehen? Was war das? Dann, was ist drin gewesen und was ist nicht drin gewesen? Und entscheidet am Ende selbst, was ihr davon haltet und ob ihr es am 16.11. spielen werdet. Am 9.11. war es soweit, das erste DMC-Gameplay wurde gezeigt. Und zwar wurden Streamer nach LA eingeladen. Und um dem Hype noch etwas anzufachen, wurden sogar zwei EFT-Streamer eingeladen. Und zwar Dr. Lupo und Landmark. Natürlich haben wir bei den beiden auch den ganzen Content gesehen, weil die beiden konnten am ehesten einschätzen, ob dieses Spiel oder so, sagen wir mal, auf die Punkte achten, die einen Extraction-Loot-Shooter ausmachen und das Ganze ein bisschen besser einschätzen. Ich glaube, bei einem Warzone-Spieler, da geht es eher um andere Prioritäten, schnell Gegner finden, schnell Kills machen und so weiter. Und deswegen waren wir sogar primär bei Dr. Lupo und er hat auch gesagt, wir dürfen alles benutzen, sein Gameplay veröffentlichen und so weiter und so fort. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich sag's direkt, als die beiden dann losgelegt haben, kam relativ schnell Frust auf in den Chats von diesen Streamern. Frust, Enttäuschung über das Nichterfüllen der Erwartungen anscheinend von den Leuten im Chat. Ganz wichtig sind hier erstmal drei Punkte anzumerken. Erstens, möglicherweise handelt es sich um einen Showcase-Build. Das heißt, Dr. Lupo hat bestätigt, dass die Entwickler ihm gesagt haben, ihr werdet hier in diesem Bild, in dieser Version, nicht alles sehen. Zweitens, die Spieler sind mit Level 50 eingestiegen. Das heißt, es sind sozusagen Streamer-Accounts, aber möglicherweise sind es nicht nur Streamer-Accounts, sondern Streamer-Builds. Also, dass sozusagen Inhalt rausgenommen wurde, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezeigt werden sollte, weil es auch keine Anleitung gab von einem Entwickler. Es gab kein Vorvideo, keine Erklärung, gar nichts. Die Spieler, die Streamer wurden in das Game reingeschmissen und sollten direkt loslegen. Es ist nicht die beste Form der Präsentation und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Art Marketing-Ding ist, dass man vorher die Leute noch ein bisschen anheizt und dann die Erwartungen runterschraubt und dann vielleicht sogar in der Release-Woche den Hype wieder ein bisschen hochzunehmen, dass die Erwartungen nicht so groß sind und diese dann sozusagen übererfüllt werden. Wäre auf jeden Fall so eine ganz gängige Marketing-Strategie. Das dritte, was wir bedenken müssen, ist, dass wir Gameplay gesehen haben auf eine Art und Weise, wie wir es normalerweise nicht spielen würden. Also, wir sind extra zu Dr. Lupo und Landmark gegangen, um etwas langsameres oder sagen wir mal etwas taktisches Gameplay zu sehen, um etwas Gameplay zu sehen, was sozusagen etwas an Extraction Loot Shooter angelehnt ist, wo man doch anders vorgeht wie an einem Battle Royale. Aber dennoch ist es so, dass die Jungs und Mädels nur 2 Stunden Zeit hatten, etwas zu zeigen. Und entsprechend hieß es dann, raus aus der Runde, rein in die Runde, raus in die Runde, rein in die Runde, schnell rumrennen, sehen, 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 gucken, gucken, was man alles findet, schnell looten, schnell dies, das, jenes. Also das Tempo war sehr, sehr hoch. Wir sind auch kein einziges Mal lebendig rausgekommen. Und generell ist es so, dass kaum jemand rausgegangen ist. Also es hat keiner so richtig survived. Die Leute sind alle gestorben, wie die Fliegen im DMC-Modus. Also nicht nur Dr. Lupo und Landmark, sondern wirklich alle. Das heißt, wenn wir mit einem Level 1-Account in diese DMC-Zone starten werden, wird das Tempo ein ganz, ganz anderes sein. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen und sich komplett unterscheiden von dem, was wir hier in dem Bild gesehen haben. Trotzdem, trotz aller dieser Punkte, muss jedem klar sein, es wird am 16.11. kein komplett neues Spiel kommen. Was wir hier jetzt gesehen haben in diesem Gameplay, das ist der DMC-Modus. Keine Leaks mehr, sondern handfestes Gameplay. Das, was wir gesehen haben, ist real, wobei natürlich einige Dinge fehlen. Aber das, was wir gesehen haben, wird natürlich nicht mehr zurückgenommen. In der Summe können wir sagen, nach dem, was wir gesehen haben, dass es sich tatsächlich am Ende des Tages ganz knapp um einen Extraction-Loot-Shooter handelt. Aber ich muss wirklich sagen, ganz knapp an einem Extraction-Shooter vorbeigerasselt. Und hier hoffe ich einfach, dass wir vieles noch nicht gesehen haben oder einiges bitte zumindest noch nicht gesehen haben, was dann zum Release noch sichtbar wird. Nämlich die Wertigkeit des Loots, aber kommen wir gleich zu diesen Punkten. Fangen wir mit den Loadouts, die haben wir bereits in den Leaks gesehen. Also wir haben hier einen Rucksack und 5 Schlüsselslots. Den Inhalt des Rucksacks haben wir jetzt nicht gesehen, aber in-game waren es 4 bis 8 Slots, je nachdem wie groß der Rucksack war. Man kann den Soldaten ausstatten oben mit einer Rüstungsplatte, mit einer Gasmaske, mit Killstreaks und mit einem Self-Revive. Also man hat die Möglichkeit, sich dann selber zu heilen, wenn man down geht. Und im Loadout sehen wir 2 Primärwaffen, eine Flash-Grenade, eine Granate und ein Feed-Upgrade. Und hier ist es interessant, dass die beiden Waffen rot markiert sind. Das sind nämlich Kontrabandwaffen. Und diese werden so bezeichnet, weil sie aus dem Stash kommen. Ja, wir haben einen Stash und zwar können wir 20
Kontrabandwaffen horten. Ihr seht, alle rot markierten Kontrabandwaffen haben bereits 5 belegte Slots. Das heißt, man kann diese Waffen nicht modifizieren. Man muss sie so nehmen, wie man sie hat. Kann sie entsprechend ausrüsten. Wenn man stirbt, verliert man sie. Muss sich dann neue Waffen auswählen für die nächste Runde. Und wenn der Stash komplett leer ist, ja, dann wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Das wird auch noch spannend zu sehen sein. Im Gegensatz zu den Kontrabandwaffen haben wir mal oben nochmal 3 Waffenslots. Und hier ist es interessant, denn das sind Waffen, die man komplett ausrüsten kann. Das heißt, hier kann man auf seinen Gunsmith zugreifen, seine Waffen ausrüsten. Augenscheinlich alle Bauteile, die man freigeschaltet hat im Multiplayer-Modus. So sah es zumindest so aus, dass man diese ausrüsten kann. Und dann kann man eins von diesen 3 Slots mit in die Runde reinnehmen. Diese Ausrüstung ist dann sozusagen versichert. Das heißt, wenn man stirbt, bekommt man sie zurück. Also das ist sozusagen eine coole Option im DMZ-Modus. Das haben wir tatsächlich aber im Gameplay nicht gesehen. Das hat keiner genutzt, weil zu dem Zeitpunkt auch noch keiner verstanden hat. Gott sei Dank an dieser Stelle hat Dr. Lupo das ganz zum Schluss noch entdeckt und herausgefunden, dass man die Waffen hier modifizieren kann. Und was wir auch sehen, ist, dass Slot 2 und 3 gesperrt sind. Das heißt, diese muss man freischalten. Da kann man mit 3 Loadouts jonglieren. Und Dr. Lupo meinte, dass er im Nachhinein entdeckt hat, dass diese Loadouts einen Cooldown haben. Das heißt, wenn man stirbt, kann man nicht sofort wieder das nächste Loadout nehmen, sondern diese Loadouts sind auf Cooldown. Wie lange allerdings, konnte er nicht sagen. Bevor die Runde losgeht, sieht man dann nochmal seinen Loadout. Hier sehen wir nochmal die 5 Slots für den kleinen Rucksack. Jetzt versammeln sich bis zu 64 Spieler im DMZ-Modus. Jeder Spieler kann bis zu 3 Missionen aktivieren, genauso wie in dem Spiel Marauders. Und dann geht es schon los auf die Map Al-Masra. Alle Spieler sind in diesem Bild gleichzeitig gestartet und hatten einen Countdown von 25 Minuten. Das heißt, sie hatten 25 Minuten Zeit, um zu extracten. Und wir sehen hier 3 Extraction-Punkte, den Startpunkt und eine radioaktive Zone auf der Karte Al-Masra, die übrigens riesig ist. Die Spieler waren jetzt, glaube ich, es waren 40 an der Zahl und haben sich während der Runden kaum begegnet. Bin sehr, sehr gespannt, wie das dann am 16.11. sein wird, wenn 64 Spieler auf dieser Karte rumwuseln. So, kommen wir direkt knallhart zu den Punkten, die wir jetzt nicht haben. Und zwar hatten wir keine Startauswahl. Wir haben ja vorher den Leak gehabt, dass wir 4 Orte haben, die wir auswählen können zum Starten. Das gab es hier nicht. Dann war die Hoffnung da, das war kein Leak, dass wir einen Hideout haben, wo wir sozusagen unsere Items nutzen können, was auszubauen und so weiter. Haben wir auch nicht gesehen. Dann gab es ja große Gerüchte um den Flea Market, ökonomisches System. Das haben auch alles nicht gesehen. Kommen wir zum Leak mit dem Heilsystem. Also man hat ja Bandagen gesehen und die Vermutung war, dass man sich heilen konnte. Komplexes Heilungssystem, kleine Heilung, große Heilung, Spritzen. War ja alles geleakt worden. Haben wir auch nicht gesehen. Und zu guter Letzt das Crafting-System aus der Kampagne haben wir auch nicht gesehen. Zu dem Gameplay selbst, Dr. Lupo hat sich anscheinend relativ gut vorbereitet. Ich habe jetzt ziemlich viele Gameplays gesehen und ich fand das von Dr. Lupo auch im Nachhinein immer noch am besten. Also er hat so irgendwie gefühlt am meisten Ahnung gehabt, was er hier überhaupt tut. Und es war immer noch mit großen Fragezeichen versehen. Wir sehen hier den ersten Kontakt auf einer KI, die sich erstmal gar nicht wehrt. Sehr, sehr einfache Einheiten. Diese KI-Einheiten gehen von leicht, mittel bis schwer hoch, je nachdem, ob man in die Fortress reingeht. Die KI, die Spieler haben, wie gesagt, fast so gut wie nie überlebt und sind meistens an der KI gestorben, also nicht an gegnerischen Squads. Also sehr, sehr, sehr schwere KI, wenn man zu einem höher leveligen KI kommt. Wobei man sagen muss, die KI, ich sag mal, das Bewegungsmuster, die Intelligenz der KI, das muss man sich nochmal genauer anschauen, ob das wirklich so stark ist. Aber die Einheiten sind auf jeden Fall eine ganz, ganz große Bedrohung, halten viel aus und treffen einen richtig hart ins Gesicht. Zusätzlich zu diesen ganzen verbesserten KI-Einheiten haben wir das Gerücht gehabt mit den Bossen, und zwar verschiedene Bosse. Und ja, sind bestätigt, haben wir gesehen. Wir haben einen Boss gesehen, in einer Stronghold augenscheinlich der Trapper gewesen sein könnte. Und zwar sind hier Fallen an den Türen angebracht gewesen. Der Trapper legt ja Fallen, Stolperseile und so weiter und so fort. Hier sehen wir das Seil und der Dr. Lupo hat es zwar gesehen, er wollte es aber genauer angucken und ist beim Inspizieren down gegangen. Sein Kollege Landmark ist auch schon down und Mös hat einen Absturz. Übrigens ist gestern ein neuer Nvidia-Treiber rausgekommen, probiert ihn mal aus. Also Mös hat einen Absturz und damit war schon diese Runde down. Wir sehen, ein Self-Revive wäre hier auf jeden Fall Gold wert gewesen. Hier sehen wir gleich den zweiten Boss und achten mal unten auf die Funksprüche. Und zwar seht ihr hier gleich, wie sich Zivilisten melden. Das heißt auch hier die Bestätigung, dass es Zivilisten gibt, auf die man nicht schießen darf. Und der Boss scheint sich jetzt in diesem blauen Gebäude hier zu befinden. Es ist ganz interessant zu sehen, wie sie jetzt zu dritt vorgehen. Also Landmark macht jetzt die Tür auf, da kommt der Boss raus. Und ihr seht, wie viel er aushält. Granaten fliegen, magazinweise prasseln Kugeln auf ihn ein und dann geht erstmal nicht down, hält alles aus, schießt zurück. Natürlich scheint er ein bisschen verwirrt zu sein, 3 Einheiten sich da auf alle 3 zu konzentrieren. Scheint er doch ein bisschen überfordert zu sein. Am Ende des Tages geht er auch down. Aber ich glaube, gerade als Solo-Spieler ist das eine oder andere in diesem DMZ-Modus doch sehr, sehr, sehr schwer. Ich bin sehr gespannt, wie die Erfahrung für einen Solo-Spieler hier wird. Aber die Bosse sind da. Hier sehen wir jetzt, wie unser Dreier-Team einem gegnerischen Team über den Weg läuft. Es kommt sofort zum Kampf. Es ist sehr selten passiert in dem Spiel, muss ich sagen, was einige Leute sicher sehr cool finden.
dass der PvE-Element doch ein bisschen im Vordergrund steht. Einige werden es sehr schlecht finden, aber ich finde, Call of Duty scheint jetzt tatsächlich für jeden Spieler was anzubieten mit Multiplayer, Warzone, DMZ, Spec Ops, rein PvE. Also das ist schon irre. Deswegen, das wird sehr spannend zu sehen sein. Jetzt wird hier gelootet und wir sehen, dass die Waffen erstmal zur Seite fallen. Das heißt, Hauptwaffen können auf den Boden geschmissen werden, aber der Rucksack muss durch das Öffnen des Gegners geöffnet werden. Jetzt nimmt Dr. Lupo leider keine Doc-Tags mit. Scheint aber so zu sein, dass links das rote das Doc-Tag zu sein scheint und es hat einen Wert von $5,000. Also Doc-Tags sind auch confirmed. Das sind die kleinen Felder. Ob die jetzt einen Slot belegen, wahrscheinlich schon. Ob man die stapeln kann, wissen wir nicht. Leider hat jetzt keiner Doc-Tags mitgenommen. Aber Doc-Tags bestätigt, das Looten der Gegner bestätigt. Und wir sehen auch hier, wie die Gegner bereits Schlüssel gehortet haben, seltenes Material und so weiter. Also da kommt schon so ein bisschen das Loot-Feeling auf. Generell ist es auch so, dass überall Tonnen von Loot herumliegen, also irgendwelche Drähte, Bandagen, Schrauben, Salben, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, alles mögliche an Loot liegt herum. Also da hat man schon ziemlich viele Items implementiert, man kann Jacken looten, Kisten, Schränke, Schubladen. Die Frage ist dann eher, was macht man überhaupt mit diesem ganzen Loot? Und sicherlich wird einiges an Items für Quest-Erfüllungen benutzt, also dass wir Missionen abschließen können und so weiter, gar keine Frage. Also wir müssen einige der Items extrahieren, aber der Hauptaspekt, das Bauen, das Craften, das Benutzen für irgendwelche Herstellungen von Hideout, Aufbauten und so weiter, das haben wir nicht gesehen, heißt nicht, dass es da ist, aber wahrscheinlich ist es nicht da. Allerdings, der Loot ist dafür da, dass man es auch in Buy-Stations verkauft. Und zwar sind das sozusagen Händler in-game, also Stationen, wo man dann den ganzen Loot einfach versterbeln kann. Und wir haben hier drei Felder. Einmal das Verkaufen, dann die Ausrüstung kaufen und Waffen kaufen. Wir sehen hier, wie Dr. Lupo einmal den Schraubenzieher und das Band verkauft, um dann leider aber auch direkt die Buy-Station wieder zu verlassen. Also jetzt nicht genau, was er kauft, aber wir können uns das denken. Größer Rucksack, vielleicht den mittleren Rucksack noch, einige Waffen und so weiter und so fort. Ich persönlich denke, dass hier der größte Punkt ist, dass man sozusagen Loot eine höhere Wertigkeit gibt, es zu verkaufen, damit zu handeln und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so bleibt, dass das sozusagen der Geldwert und die Abgabe für die Missionen der einzige Grund sind für den Loot. Wäre allerdings schade, weil wir so viele verschiedene Lootarten haben. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was diesen Punkt angeht, ob wir hier am 16.11. nochmal ein etwas komplexeres System sehen oder sagen wir mal zumindest ein, zwei mehr Bedeutungen, dass man vielleicht ein bisschen was craften kann, lass mich eine Munitionskugel craften oder sowas, irgendeine Kleinigkeit. Also da hoffe ich, aber ich befürchte, dass da nichts hinterherkommt, aber wir werden sehen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Missionen innerhalb von Runden abgeschlossen werden können. Hier werden sie zum Beispiel von einem Hubschrauber verfolgt. Übrigens, die schlechte Wasserqualität, das liegt vermutlich an der niedrigen Shader-Einstellung. Also stellt eure Shader-Einstellung nicht auf Minimum. Dann sehen auch Gold-Tarnungen und Platin-Tarnungen und sowas schrecklich aus. Aber abgesehen davon, diese Mission hier, sie brauchten dieses Boot und mussten das extrahieren. Ihr seht, in der Mitte ist eine kleine Kiste, die sollte extrahiert werden. Werden dann von einem Hubschrauber verfolgt, so eine kleine Verfolgungsjagd. Also richtig schön gemacht sozusagen, ein Spiel im Spiel. Jetzt landen sie hier, da wartet schon der nächste Hubschrauber zur Abholung des Paketes. Und dann bekommt jeder der Teilnehmer $10,000. Und wenn man sich dann noch anschaut, was da sonst noch alles gibt an Verträgen, Aufträgen, also die POIs, also die Point of Interest, die Punkte, die interessant sind, weil da großer Loot ist, Missionsaufgaben zu erfüllen sind, man intern in der Runde nochmal Aufträge bekommt und diese extra zusätzlich zu den Missionen erfüllen kann. Es ist endlos. Es gibt einen Zug, der über die Map fährt. Es gibt Radioaktivität, es gibt diese Gaszonen, die Bosse, Elite Fortress, also Burgen in verschiedenen Wertigkeitsstufen. Was ich sagen will, es sieht so aus, dass es unendlich viel zu tun ist. Wenn wir das nämlich noch kombinieren mit der hohen Anzahl an KI und dann natürlich Spieler on top, dann ist das so, ihr geht in eine Runde rein, habt eigentlich immer was zu tun. Es scheint sehr, sehr kurzweilig zu sein. Wir bestätigen es erstmal, es ist ein Extraction Loot Shooter. Also Loadout, ausrüsten, reingehen, Aufträge erfüllen, Missionen erfüllen und irgendwie das ganze Überleben rauskommen. Wir haben einen Stash, 20 Plätze, wir können unsere Waffen versichern,
Aufträge annehmen und wieder reingehen. Es sind alle Aspekte erfüllt für einen Extraction-Loot-Shooter und trotzdem verstehe ich natürlich die Enttäuschung von den Leuten, weil es ist am Ende des Tages kein Escape from Tarkov und ich glaube, viele haben sich mehr Tiefe vorgestellt, mehr erwartet. Ich muss sagen, was den Loot-Aspekt angeht, habe ich auch mehr erwartet. Wir haben einige Elemente nicht gesehen, die geleakt wurden. Vielleicht kommt das eine oder andere noch am 16. Das ist sehr, 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 sehr spannend noch. Aber die Hoffnungen sind nicht groß. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist auf jeden Fall das Spiel. Und möglicherweise werden wir es sogar genau so haben am 16. Auch wenn ich glaube, dass wir noch zusätzliche Elemente bekommen werden. Dr. Lupa hat es bestätigt. Wir haben sozusagen in diesem Build, in diesem Streamer, in dieser Streamer-Version eben noch nicht alles sehen können. Am 14.11. geht's los, da beginnt nämlich der Pre-Download und nicht nur der Pre-Download, sondern auch die Leaks gehen wieder los. Die ganzen Data-Miners, die dann die runtergeladene Version analysieren und auf Bit und Byte durchforsten werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob einige alte Leaks vielleicht jetzt doch wieder bestätigt werden, dass sie noch kommen werden zum Release. Ja, wir reden von Flea Market und solchen Geschichten. Also da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr vorsichtig mit Leaks. Also wir haben gesehen, es schürt Erwartungen, die am Ende vielleicht nicht erfüllt werden können. Also am 16.11. schlussendlich werden wir es sehen. Um 19 Uhr geht's los. Wir werden es auf jeden Fall suchten. Die Frage ist, wie lange? Da bin ich auch extrem gespannt. Auf jeden Fall werde ich am Start sein. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und sauber. Macht euch keinen Kopf. Macht euch eure eigene Meinung. Das ist ultra wichtig. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista.